Ein herzliches Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten aka Toto und den Clan True Warriors. Ihr seht selber, in 40 Sekunden läuft mein letzter Inferno auf Level 3 aus. Ich hatte ja gestern Abend, genau vor ca. 14 Stunden und 37 Minuten mein letztes Video gemacht und wollte euch auf jeden Fall nicht vorenthalten, dass ich hier jetzt gleich so ein bisschen Geld und Gold ausgebe, beziehungsweise Gold ausgebe. Inferno ist es. Der Inferno ist jetzt auch schon an seiner richtigen Stelle. Der hat ja hier bei der Kanone gestanden. Ich wollte die Kanone eigentlich immer dann in der Mitte haben, damit ich die Mitte in der Defense habe. Und jetzt ist er fertig. Das gab nochmal richtig EP. Und ich denke mal, wir stellen ihn auch gleich um auf Multiple. Das ist, glaube ich, in so einer Farmbase am angebrachtesten. Und haben jetzt erstmal einen Bauarbeiter frei. Ich hatte gesehen, dass ich hier eine Gembox habe. Die holen wir uns erstmal ab. Und dann geben wir gleich ein bisschen Gold und Elex aus. Meine Goldlager sind auch gut befüllt. Denn da ist auch noch ordentlich was drin. Denn ich bin nur einmal angegriffen worden gestern und habe nur so ein bisschen Gold verloren. Das habe ich in ein oder zwei Angriffen nachgefarmt. Das war jetzt nicht so das Ding. Und wir gucken dann nochmal ein, zwei schöne Farmangriffe an. Aber erstmal wollen wir hier ein bisschen Gold ausgeben. Und schauen mal aufs Event. Das neue Event ist da. Die Hexen trainieren nur für 35 bei Rathaus Level 10, bei Rathaus Level 9. Dürfte es etwas weniger sein. Wir müssen 4 Witches mindestens in unserer Armee haben, damit wir, wenn wir gewinnen, auch den Gewinnerpunkt bekommen. Ich habe das auch schon mal vorausgebildet hier. Hier sieht man es. Ich habe 4 Hexen dabei, 4 Heiler für meinen Queen Walk gleich. Die Queen dauert noch 4 Minuten. Und ich wollte aber jetzt erst das Geld ausgeben, bevor ich diesen Angriff mache. Die 3 Minuten warten wir einfach nochmal ab. Gucken, was sich noch so bei mir getan hat im Attack Log. Ihr seht selber, ich habe es gestern schon angekündigt. Wir machen, ich mache im Moment nur Dunkles und übe so ein bisschen meinen Queen Walk. Hatte also hier ein bisschen Glück, dass ich hier eine 10er Base hatte ohne Infernos. Und aber schon ganz netter Dev. Zwar auch noch nicht Max, aber sie war halt gut ausgebaut. Und meine Queen rockt ganz gut, muss ich sagen. Ich komme da auch gut mit klar. Ab und zu verliere ich sie allerdings aus dem Blick. Das ist mir eben leider mal passiert bei einem Angriff. Da hätte ich wesentlich mehr holen können, hätte ich sie gezündet. Ich habe nämlich vergessen, sie zu zünden. Und dementsprechend habe ich aber diese Base hier auf 100% abgeräumt. Und so geht das Ganze. Dunkle vor allen Dingen an mich über, das waren glaube ich weit über 4000. Und ich hatte ja gestern gesagt, ich brauche Gold und Elex nicht. Natürlich brauche ich noch Gold und Elex wie blöde, aber ich brauche es halt genau in dem Moment nicht. Ja, ich hatte keinen Bauarbeiter frei, Lager voll, und in dem Moment brauche ich halt kein Gold und Elex mehr. Das wäre unnötig, das jetzt extra zu farmen, weil es geht eh nicht mehr in die Lager rein. Und so habe ich hier super das Dunkle abgeholt mit 4622 plus dem bisschen Bonus, was es im Moment in Kristall 3 gibt. Super Angriff. Ich hatte auch gesehen, dass einige mit der Kombi mit den Kobolden angreifen. Der Mustango hier hat das so ein bisschen aufgegriffen von mir. Und ich habe meine nächste Armee auch schon wieder fertig. Er hat hier also auch diese Base fast komplett abgeräumt. Nur mit Kobolden und ein paar Bogenschützen. Dazu eine ganze Menge Mauerbrecher, King und Warden dabei. 4-mal den Blitz. Warum er da gleich nochmal blitzt, das weiß ich allerdings nicht. Okay. Da wollte er wahrscheinlich nur den King noch ein bisschen verwirren oder kurz mal aufhalten, aber hier in der Mitte, da rocken die Kobolde, das ist echt gnadenlos. Die Queen kommt da überhaupt nicht hinterher. Und die fressen sich hier von einer Wand durch die nächste. Das ist echt der Hammer. Und richtig krasser Angriff. Richtig schön billig. Ja, viel Dunkles, viel
Ressourcen mit eigentlich einer echt billigen Armee. Und auch noch die Pokale dazu geholt. Was natürlich noch viel, viel besser ist. So, wie lange haben wir noch? 1 Minute 10 Sekunden. Aber wir können schon mal ein bisschen Geld ausgeben. Ich hatte ja gesagt, ich kann mindestens eine Mauer machen mit Gold. Die mache ich jetzt auch. Und ich kann Minimum 2 Mauern machen mit Elex. Da machen wir mal auf der Seite hier weiter. Weil ich im Moment Elex nicht so stark brauche. Erwische ich jetzt die richtige Mauer, sonst muss ich das nachher nochmal wieder umstellen. Oh ne, nicht mit Gold, das war jetzt scheiße. So, mit Elex gemacht, 2 Mauern, jawohl, das ist richtig cool. Muss ich sagen, wir haben noch 5.500.000 für unseren Tesla hier über, den wir gleich auch angehen werden. Ich wollte hier nur noch so das ein oder andere Bäumchen eben noch mitnehmen. Es ist jetzt nicht so, dass ich die Gems unbedingt brauche, aber wenn man dann die Base mal umstellt, so, jetzt kann ich die auch leeren hier. Da ist ja auch nochmal reichlich drin. Ja, das bringt mich ein bisschen nach vorne. Da brauche ich meine Clanburg auf jeden Fall nicht für zu nehmen. Und die ist ja auch, ja, 800.000, 300, 3.000, 700 Dunkles. Das ist jetzt nicht die Masse, aber ich muss schon mal ein bisschen vorplanen. 123.000 Dunkles. Was kostet mich die Queen? 181.000. Das werden wir in jedem Fall irgendwie erreichen, um die dann auf 39 weiter schlafen zu legen. So, jetzt ist er auch fertig. Dann können wir gleich einen Farmangriff machen. Und gucken wir mal, dass wir zügig einen Gegner finden. Ich werde jetzt aber erstmal das Gold ausgeben. Das heißt, das ist mein letzter Tesla. Der läuft 12 Tage auf Max Level für Rathaus Level 10. Und damit habe ich alle durch. In 19 Stunden habe ich schon den nächsten Bob wieder frei. Das heißt, ich kann jetzt richtig fröhlich weiterfahren mit meinen Kobolden. Aber vorher mache ich noch einen Angriff mit den Hexen und meiner Queen. Die 4 Hexen, damit ich wenigstens den ersten Stern für das Event bekomme. Ich nehme die Hexen relativ selten. Ich habe jetzt, muss ich sagen, auch einfach nur 4 gebaut, damit sie mit dabei sind. Und ob ich sie dann wirklich so richtig brauche, ob die wirklich gut rocken, das weiß ich nicht. Das glaube ich jetzt nicht wirklich. Mal schauen, ob wir schnell einen Gegner finden, der uns da so ein bisschen zusagt. Letztendlich will ich nur den Stern erstmal haben. Alles weitere fahre ich dann wieder mit meiner Kobi-Armee. Und ein bisschen Dunkles darf der Gegner allerdings auch haben. Das wäre nicht schlecht, wenn ich das mitnehme. Ich habe ja ein bisschen ausgegeben. Aber ich habe auch gut reingefarmt. Also weh tut das jetzt im Moment nicht. Das ist doch eigentlich mal ein Gegner, den können wir so mitnehmen. Der hat nette Ressourcen. Wir fangen hier unten am... ja, wo fangen wir eigentlich an? Ist eigentlich ganz egal. Wir fangen hier am Bombenturm mal an. Mit unseren 4 Heilern. Und haben erstmal keinen Beschuss von irgendeinem Bogenschützenturm. Was ja auch ganz nett ist. 3 Minuten kosten wir jetzt mal eben aus. So, jetzt gibt es Beschuss von Kanone und vom X-Bogen auf Level 1 und zusätzlich auch vom Bogenschützenturm. Der tut uns auch ein bisschen weh. Aber wir brauchen an der Queen noch nichts zu machen. Jetzt muss ich mal eben schauen, wie ich und wo ich am günstigsten reinkomme mit meinen anderen Truppen. Ich muss erstmal checken, ob der irgendwas in der Clanburg hat. Nicht, dass ich da gleich eine Überraschung erlebe. Nein, erlebe ich nicht. Das ist gut so. Dann können wir eigentlich von hier oben reingehen. Ich denke mal, von dieser Seite hier macht es jetzt Sinn, noch zusätzlich reinzugehen. Wir hauen ein paar Magier raus. Da hätte ich sie schon wieder fast schon wieder vergessen. Aber ist nicht so schlimm. So, dann hauen wir hier hinter die Tanks unsere 4 Hexen rein. Und ich denke mal, hier ist der Sprung ganz nett aufgehoben. Die bohren sich jetzt erstmal da durch. Jawohl, wir nutzen unsere Clanburg auch. Komm, die hauen wir auch mit raus. Gucken wir mal, hier kommt jetzt mal ein bisschen der Wut noch mit rein. Ich habe keinen Heiler mehr. Die Queen wird mir leider sterben. Der King
Kann jetzt aber noch geraged werden. Oh, ich sehe hier außen hat dann Inferno. Na, ist nicht so magisch. Den nehmen wir noch mit hier. Ragen wir mal. Und da die hier außen gehen, schließen wir den einfach mal. So. Hauen wir hier noch einen Rage rein. Dann geht es hier nochmal ab. Jawohl. Ich denke mal, das ist gewesen. Wir haben nicht viel Ressourcen bekommen, aber wir haben gewonnen. Und das war ja eigentlich mein Ziel mit dieser Armee, dass ich erstmal wieder gewinne. Und die Hexen sind doch ganz gut am Start, muss ich sagen. Wollen wir mal ein bisschen weiter rein. Ja, die haben auch ein bisschen mehr Power gekriegt. Die brauchen jetzt also nicht mehr eine halbe Stunde für so eine Mauer, sondern kommen da relativ zeitig rein. Aber jetzt denke ich mal, stirbt doch die letzte Hexe. Und das letzte Skelett ist nicht so schlimm. Ich wollte einfach nur gewinnen und schon mal das erste wieder nachfarmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einfach mal einen Daumen nach oben. Das war einfach mal eine Zwischenfolge. Eben einfach ein bisschen was ausgeben. Und dann halte ich euch weiter auf den Laufenden. Das Laufende wird sein unser Clankrieg. Wir spielen gegen einen Level 10 Clan aus dem Iran. Die Rathausverteilung ist diesmal absolut identisch. 4 Elver treten gegen 4 Elver an. Wir haben bis Rathaus Nummer 11 hat der Gegner 10er. Wir haben bis Rathaus Nummer 11 echte 10er. Danach haben wir 9er. Und wir haben unten noch 3 Rathaus Level 8. Das ist ab dem Chief 28, 29, 30. Und wir sehen hier unten absolut identisch. Richtig gut. Das kann ein richtig schöner Clankrieg werden. Das wird richtig spannend. Und da freue ich mich in jedem Fall drauf. Und würde sagen, ich verbleibe. Euer Toto. Flashed.